Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Wir haben ja das letzte Mal einen Auftrag gemacht und den können wir jetzt noch abschließen. Machen wir auch gleich. Zack, und schon sind wir wieder 50.000 reicher. So. Und nach dem Intro schauen wir mal, ob wir schon wieder vorspulen können oder ob es noch irgendwas zu tun gibt. Bis dann. So, und da sind wir auch schon wieder. Und es gibt tatsächlich was, das wir noch unbedingt machen müssen. Und zwar hier synthetische Harnstofflösung. Da gehen die Gärreste zur Neige. Und das soll ja weiter produziert werden. Deswegen hauen wir jetzt da mal Gärreste. Da haben wir es auch schon, den richtigen. Du sollen fahren. Einkaufen. Gärreste. Und das bringen wir dann zu. Wohin bringen wir das? Raffinerie, klar, logisch. Raffinerie, Wareneingang. Und zwar Gärreste. Gärreste. Komm, fahr gleich zweimal hin. Abfahrt. So. Genau, das will ich noch machen. Und dann kann ich mal wieder einen Monat vorspulen, sobald die Gärreste in der Raffinerie angekommen sind. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bei der Raffinerie. So, da seid ihr auch schon wieder. Und wie ich sehe, habe ich da was gesehen über 50.000. Ja gut, da oben 94 Ballen. Warum kommen die wieder? Weg mit dem Scheiß. So. Hier, düngen. 56.000. Ja. Feld 13. Da muss ich ran. Ist gutes Geld. Das werden wir wohl tun müssen. Wo ist mein Dünger? Ist das der Dünger? Mineraldünger. Feld 13. Das ist Richtung Feld 11. Habe ich schon geguckt. Fahren wir mal Feld 11. Und von da aus kann ich dann selber weiterfahren. Zu 13. Der hat noch einen temporären Kurs drin. Den werden wir gleich mal rauslöschen. Zack. So, wie fährt der Kamerad hier jetzt raus? Bin ich mal gespannt. Ah, fährt rechts. Hier habe ich übrigens auch eine Hofausfahrt gemacht. Hier liegen. Ah, der fährt sogar raus. Ja, da habe ich noch eine zusätzliche Hofausfahrt gemacht. Also nur Ausfahrt. Da kommt keiner rein, nur raus. Dann spart man sich den Weg hier um die Halle außen rum. Und wenn der da jetzt eh links abbiegen muss, dann ist es so rum doch kürzer dran. Das auf jeden Fall, ja. So, der LKW ist schon beim Abladen, das erste Mal Gärreste. Das kann ich hier unten erkennen. Hier lädt er gerade ab. Und dann müsst ihr nochmal zum Laden fahren. Nochmal 250.000 Liter. Ja. Das passt doch. Der wird uns jetzt wahrscheinlich entgegenkommen. Gehe ich mal von aus. Weil der hat ja da hinten abgeladen, bei der Düngerfabrik. Nee, ich lüge, der hat ja bei der Raffinerie abgeladen. Da kommt er, ja. Wie dir? Da fährt er.
Ich war verkehrt. So, jetzt nehme ich das Ding mal selber in die Hand hier. Dass wir da vorankommen. Und das müsste das Feld 16 sein. Feld 13. Wie komme ich jetzt auf 16? Oh, seht ihr, Frau, da gucken. Habe ich das Bäumchen übersehen? Oh, komm, machen wir denn von hier aus. Let me look. Let me look. Feld 13. Oh, nee, ich bin bei 12. Hätte ich fast. Ist noch ein Feld weiter. Gut, dass ich immer wieder gucke, ob es auch passt, was ich hier tue. So, da haben wir jetzt das schöne Feld. Ich sage, fangen wir hier an. Job erstellen, Feldarbeit ist prima. Das Fenster stört mich jetzt etwas. Hier, da brauche ich nichts einstellen, da passt alles. Generieren. Zack. Und da kann ich auch schließen. Und du machst den ersten Wegpunkt und Abfahrt. Ja, der Dünger müsste ja auch locker ausreichen für das Feld. Und da mal wieder schön leicht verdientes Geld, will ich mal behaupten. Der andere ist wieder laden. Gereste laden. Jawohl. Dann sehe ich da hinten schon wieder ein Wurmloch kommen. Ui, guck mal. Da kommt es. Ja, Kamerad Schnürschuh hier hat seine Aufgabe fast erledigt. Er hat noch ein kleines Eckchen zu düngen und dann ist das Feld gemacht. Es ist diesmal der Walter, der da fährt. Gucken wir uns den Kameraden mal an. Mein Gott, Walter. Ja, guckt euch mal den jungen Burschen an hier. Mit Karo-Hemd im Trecker sitzen und... Oh, aber das sieht aber nicht mehr sauber aus, deine Maschine hier. Ich glaube, da müssen wir... Oh ja, da müssen wir mal unbedingt in die Waschanlage fahren. Oi, 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 oi. Jetzt macht man das Feld fertig. Und dann gucken wir mal, was du uns eingebracht hast. Und dann geht's aber ab in die Waschmaschine. Dann können wir auch mal sehen, ob das funktioniert. Dass er auch gescheit eingefahren ist. Was ist denn da eigentlich drauf auf dem Feld? Man könnte mir zwar egal sein, aber... Sorghumhirse. Oh ja. Ja, hier haben sie sogar noch Mineraldünger übrig, jede Menge. Prima Sache. Und wir sind fertig. Hurra! Arbeit beendet. Wo fährst du hin? Findest du einen Weg? Ah, da vorne ist die Straße, die findet er. Der will zum Parkplatz fahren. Ja, jetzt fahr erstmal die Straße raus und dann sage ich dir, wo du hinfährst, mein Freund. Auf jeden Fall nicht in den Parkplatz. Ach, der macht hier die Ehrenschleife. So, jetzt hast du deine Spur. Stopp. Spedition. Da haben wir bis jetzt nur die Waschstraße.
Da fahren wir hin. Ein Freund und Kupferstecher. Noch kein Feierabend. Und wir werden uns mal die Kohle einstreichen. Die finde ich hier. 56.000. Zack. Abschließen. Jetzt sind die Ballen schon wieder drin. Mann, Mann, Mann. Ich mach keine Ballen. Brauche ich mich nicht tausendmal reinsetzen. 56.000. Schmeckt. Da kann man getrost einen Monat vorspulen, sobald der Kamerad hier mal etwas gewaschen ist. Ne, so kann man kein Auto einparken, wie das so aussieht. Zumal das ja auch mein Träger ist. Ach, jetzt hat jemand anders. Walter wollte nicht. Guck hin. Jetzt fährt irgend so ein Hi-Op-Hi zum Waschen. Ha, alter Walter. Der hat nicht mal einen Namen. Waschboy. Ich halt an der Waschboy. Ganz einfach. Ah, da ist ja unsere Spedition. Dann kicken wir mal die Kamerad Schnürschuh da in Spedition Waschstraße einpackt. Komm, ja, mal. Da kann man mal zumachen, ja, mal Pause. Hallo? Ach, da ist er ja schon. Ah, still. Ja, das reinfahren klappt. Wunderbar. Schalten wir das Ding mal ein. Und schon ist die Gerät wieder so richtig schön sauber. So, machen wir mal an. Und jetzt darfst du Piken fahren, mein Freund. Zack. Prima Sache, funktioniert. Da habe ich noch zwei Tore, die ich zumachen will. Für euch gibt es ja nächste Zeit nichts zu tun. So. Zack, dann gehen wir mal wieder zum Haus. Zack. Hundi ist auch nicht mehr da. Bis jetzt habe ich zwei Namen im Topf für Hundi. Wenn nichts mehr bis Sonntag, nichts anderes dazu kommt, werde ich zwischen diesen zwei Namen einen ziehen und so heißt er dann. So, geh doch mal. Halt, zum Schlafen muss ich doch hier rangehen. Hier ran. Jetzt. Zack. So einen Monat durchpennen, das wäre auch nicht schlecht, Herr. Wenn draußen Schnee liegt, einfach sagen, ich leg mich ins Bett und penne einfach mal einen Monat lang. Ja. So. Produktion. Honig, da tut sich nicht viel. Da brauche ich nicht gucken. Da wird auch bald Feierabend sein, sobald der Weizen aus ist. Aber bis dahin kann der noch fleißig sammeln. Das ist sehr schön. Erdbeeren, ja. Synthetisch 173.000. Ja. Ah, ich habe ja noch Diesel da drin. 3.000. Und mehr
kommt nicht dazu. Kalender. Wann war das nochmal? Sonnenblumen. Noch eins, zweimal schlafen. Und dann können wir Sonnenblumen ernten. Die Hühner, die werden auch zufrieden sein. Futter haben die genügend. Jawohl. Futter haben die genügend. Und die haben sich auch schon wieder vermehrt. Die vermehren sich aber die Ratten. Guckt mal. Da sind schon wieder 295 dazugekommen. Das waren die ersten, die wir gekauft haben hier, diese da. Dann sind die gekommen. Und jetzt sind nochmal die dazugekommen. Ha! Donnerwetter. Naja, gut. Wir haben Juli ab zum nächsten Monat. Und während wir hier pennen, ziehe ich mal an meiner Dampfe. Ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich mal etwas genieße zwischendurch. Ja, Speicher, mein Freund. Tu dir keinen Zwang an. Honig. Da will ich nicht gucken. Erdbeeren. Oh ja, Erdbeeren können wir so langsam. Da können wir mal ranfahren. Und können die verkaufen. Ich habe ja nichts zum Einlagern. Also muss ich die loswerden. Und da kann ich auch demnächst hinfahren. Ja. Das schaut doch ganz gut aus. Ich will noch mal kurz nach den Hühnern gucken. Die Eier. Ja. Da passen ja mehr ran wie sonst. So, wie viele Hühner haben wir jetzt schon? 890 Hühner haben wir jetzt. Ich glaube, ich muss mal etwas investieren. Let me überleg. Mal gucken. Cargo, der kostet 150.000. Nee. Da kann ich doch noch nichts investieren. Da muss ich doch noch mit Mieten über die Runden kommen. Oder wir gucken mal. Nur so aus Spaß. In Verträge. Ballen sind weg, sehr schön. Oh, 175. Ernten. Kartoffeln, nee. War ja klar. Da könnten wir was machen. Sind über 50.000. Da haben wir 60.000, 63.000 Ernten. Oh ja. Ja, unser Drescher steht ja eh nur rum. Dann könnte man doch mal so eine Entenmission in Angriff nehmen und dann kann ich auch meine Spedition erweitern. 32. Wo ist 32? 31, 32, unter meinem Feld 24. Ja, komm, da wird nicht lange rumgefackelt jetzt. So, wo will das Zeug hin? Ausrichten, alles Verkauf. Ist angebunden? Ja, komm, akzeptieren. Hat er akzeptiert? Jawohl, und dann machen wir da auch gleich akzeptieren. Wo ist der andere gewesen? Da ist noch einer mit 63. Auch alles Verkaufer. Komm, den machen wir auch gleich. Müsst mal zwei haben, jawohl. Da ist drei. Also, das waren die Kartoffeln. Nee! Guck mal, alles Verkauf. Wups! Feld 3. 73.000. Und akzeptieren. Ja, wo fangen wir an? Ich glaube, ich fange an mit Feld 3. Wo ist Feld 3? 7, 6, 1, 2, 3. Das ganz hier oben. Ganz hier oben. Ich glaube, da fahre ich mal lieber ein jetzt. Weil da muss ja auch der Hänger wieder hinfinden. Feld 3 werde ich wohl einfahren müssen. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig.
Also zumindest den Feldwegpunkt. Stopp. Ich glaube, ich muss da lang fahren. Aber ich überprüfe nochmal. Da sind wir, jawohl, ich muss ganz da hoch. Und dann kann ich hier schon loslegen. Oder fahre mal da hoch. Und mache es von da. Nee, ich mach's da. Komm, fahr. Ja, Speditionerweiterung. Da muss noch so eine kleinere Halle hin, wo ich dann die ganzen Brücken unterstellen kann. Später kommt da ja auch dann noch das Logistikcenter hin, wo ich dann auch Sachen einlagern kann, wenn ich sie nicht gerade verkaufen möchte. Ja, da wird noch einiges auf uns zukommen, was wir da bauen. Ein Silolager kommt da noch hin. Mal gucken, mal gucken. Aber jetzt müssen wir halt am Anfang kleinere Brötchen backen, logischerweise. So, halt. Da ist Feld 3. Oder? Sehr schön. Muss ich machen das an. Und dann fahren wir hier rein. Ja, komm. So. Hier fangen wir an. Wenn du von hier kommst, ist ja klar. Dann geht's hier rein. Und falls von der anderen Seite was kommen möchte, geht er von hier rein. So, dann legen wir hier los. Machen noch einen Punkt. So, und der Punkt heißt dann Feld 3. Feld 3. Okay. Jetzt brauche ich noch eine schöne Ausfahrt. Da vorne habe ich etwas Platz. Saurum raus und zack. Saurum raus. Damit wäre Feld 3 erledigt. Dann kann ich die Drescher da schon mal hinschicken. Machen wir aber erst eine Kurs. Warte mal, Feld 3. Felder, das sind ja meine Felder. Da mache ich Lohn, Dienst, Felder. Zack. Feld 3 kommt da rein. So, dann gebe ich dir mal deine Arbeit. Job erstellen. Du fahren zu Feld 3 und beginnen dann hier mit der Arbeit. Na, da. 14 Meter, ein Fahrzeug, scharf. Generieren. Und speichern brauche ich nicht. Speichern tue ich nicht. Ach, da geht trotzdem der Ding auf oben. Obwohl ich schon das neue Cosplay habe. Naja. So. Ich mach mal hier jetzt sicherheitshalber das. Hier gebe ich ein
Lohndienstfelder, Feld 3. Wenn du da bist, fängst du an zu arbeiten. Und adios, muchachos. Zack. So. Oh, das Rohr gibt, klappt sich nicht ganz zu, ne? Na ja, gut, soll mich nicht stören. Hauptsache er fährt. Der Kamerad fährt auch hier raus. Darf er? Nichts dagegen. So, du brauchst jetzt auch noch einen Abfahrer. Das macht dann dieser Freund hier. Machen wir mal die Tore wieder auf. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die so schnell wieder aufmachen muss, aber. So, du bist Abfahrer. Und zwar im Feld Nummer, ach Quatsch, Lohndienstfelder Nummer 3. Und du bringen das alles zu alles Verkauf und Abfahrt. Ja, meine lieben Freunde, wir fahren da noch ein Stückchen mit diesem Kamerad. Und während wir auf dem Feld sind zu Feld 3, wo dann der Drescher hoffentlich angefangen hat, auch dann zu dreschen, wenn wir da sind, muss ich mich leider schon wieder von euch verabschieden. Mir hat es wieder mal Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn es gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, dann tut das bitte. Würde mich sehr freuen. Auch Kritik oder irgendwelche Fragen lese ich immer wieder gerne. Und wenn ihr diesen Kanal abonnieren möchtet, dann dürft ihr das gerne tun. Würde mich auch sehr freuen. Das Abonnieren ist bei YouTube ja kostenlos, aber nicht umsonst für euch, denn ihr bekommt da viele schöne Videos von mir. Um die nicht zu verpassen, klickt auch noch auf die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich mal wieder ein neues Video so raushaue. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur wieder zu sagen, ich wünsche euch eine prima, tolle Zeit. Macht's gut und ciao, ciao, euer Obi.